Hey, liebe YouTube-Welt und grüße euch, meine Twitch-Freunde, zu einem weiteren Video. Das ist schon das dritte des Tages heute. Also, wir haben schon über den Patch allgemein gesprochen. Und wir haben uns schon das Add-on angeguckt. Das Add-on verlinke ich mal da oben. Ansonsten, ihr findet natürlich auf dem Kanal ja ganz easy die anderen Videos. Eins bleibt noch, also ein letzter Überblick bleibt noch, nämlich uns das Jahr des Greifen. Also, wir hatten ja jetzt das Jahr des Phönix. Und jetzt kommt ja quasi das Jahr des Greifen, so nennt Blizzard ja immer so ein Hearthstone-Jahr, was dann im April anfängt oder zum ersten Add-on im Jahr. Schauen wir uns mal da an, was es da noch zu sagen gibt und den Weg. Ja, wir starten einfach mal sofort. Also hier Jahr des Greifen, wunderschön. Das hier ist der Übersicht, das macht Blizzard auch immer, also die Erweiterungsübersicht so in kleinen drei Punkten, zumindest jetzt die letzten Male haben die es so gemacht. Ja, das hier ist ja Erweiterung Nummer 1, das ist ja geschmiedet im Brachland, Forged in the Barrens, das ist also Horde. Das kann man ja auch sehr gut erkennen. Diesmal ist es wirklich, finde ich, recht simpel, das zu deuten. Sonst war es immer sehr schwierig, aber jetzt kann man es sich denken. Das Blaue wird wohl Allianz sein. Und ich meine, ich hatte gedacht, vielleicht Westphal, aber ganz ehrlich, wenn man das hier sieht, das sieht ja nicht aus wie jetzt irgendwie so ein runtergekommenes Mühlenstädtchen oder irgendwie so ein kleines Dorf. Das hier sieht nach episch aus, das hier sieht nach Mauern aus. Also es sieht eher aus, als würden sie eine große Stadt nehmen, vielleicht Eisenschmiede oder Stormwind. Auf jeden Fall, ja, also es sieht so aus, als wäre das zweite Addon irgendwas mit Allianz und eher irgendwas mit Mauern und eher irgendwas bisschen teureres oder epischeres. Oder mir fällt das Wort nicht ein, auf jeden Fall ein bisschen was Größeres als irgendwie so ein kleines Westphal. Opulenter, sagen wir es opulenter. Und das dritte ist dann ja auch irgendwie recht eindeutig, eine blaue Kugel, eine rote Kugel, die quasi so zerspringen ineinander. Also Horde und Allianz im Konflikt miteinander, drumherum Schnee. Ja, ich habe das bei Hearthstone Topdecks gelesen, dass er meint, es könnte Alteraktal sein. Und ja, ich finde das sehr, sehr stimmig. Ein Konflikt zwischen Allianz und Horde im Schnee. Wenn wir jetzt bedenken, dass sie eher Klassik-WoW nehmen, weil das hier ist Brachlands, wenn sie jetzt hier wirklich irgendwie Stormwind nehmen oder Stormwind nehmen, dann wäre es eher so diese klassischen WoW-Gebiete. Dann würde auch ein klassisches WoW-Gebiet Sinn machen, wo Allianz und Horde aufeinandertreffen. Und wo sind Allianz und Horde mehr aufeinander getroffen als im Alteraktal? Plus, das Alteraktal bietet auch ein paar Diener und ein paar Kreaturen, die sich für Legendaries hergeben würden. Also Brachlands, irgendwie Stormwind, Eisenschmiede, Allianz-Addon und das hier, Horde-Allianz-Treffen aufeinander im eventuell Alteraktal, finde ich sehr passend. Ihr könnt ja selber eure Gedanken machen, aber das sieht stark, also auf jeden Fall sieht es stark nach Horde-Allianz und dann Konflikt aus. Ich glaube, das kann man fast schon sicher sagen. Ja. Dann haben wir die Roadmap mal wieder, die tatsächlich aber relativ uninteressant ist, weil ich meine, Phase 1 ist sehr interessant, aber die ist jetzt auch bekannt. Also wir haben die Set-Rotation. Wir haben das neue Kernset, wir bekommen das Klassikformat, wir bekommen die Söldner. Insofern, hier ist einiges am Start. Und eine Sache ist noch geheim, ich weiß nicht, ob das der Mercenary-Mode ist, aber eigentlich müsste der ja nicht geheim sein. Aber ja, also hier passiert einiges. Aber Phase 2 und Phase 3 ist dann relativ unspannend. Ich meine, Phase 2 hier, Erweiterung, Miniset, Schlachtfeld. Also Erweiterung, Miniset ist ja immer, ne? Es kommt eine Erweiterung raus und zwei Monate später kommt das Miniset. Das ist Standard jetzt, das passiert jetzt immer. Schlachtfeld-Updates, Duell-Updates, Solo-Content in Form von Buch der Helden, Buch der Söldner. Ja, irgendein Event. Gott, es gibt immer ein Event in den 4 Monaten. Kartenchaos kommen immer und Balance-Updates kommen auch immer. Also Phase 2 ist kompletter Standard. Und Phase 3 ist auch kompletter Standard, aber es gibt noch ein Geheimnis. Also, am Ende des Jahres ist hier noch laut Roadmap eine Sache noch, die besonders ist. Also, das meiste Spannende passiert, wie immer, in der ersten Phase, April bis August. Phase 2 und Phase 3 sind dann relativ Standard, aber natürlich mit Erweiterungen und mit Minisets und mit Events ist da natürlich auch noch Spannung und Solo-Content, der immer nachkommt. Und ganz am Ende haben wir auch noch ein kleines Geheimnis. Schauen wir mal. Ja. Das ist, wie gesagt, Phase 1, die wir jetzt betreten. Ja, Set-Rotation, Kernset, Söldner, alles schon besprochen. Beziehungsweise Söldner haben wir noch nicht besprochen, da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Ich weiß nicht, ob das Geheimnis der Mercenary-Mode ist, ansonsten bin ich gespannt, was uns da noch erwartet, was jetzt noch kommt.
Oder ob das dieser neue Modus ist, der jetzt hier noch nicht freigeschaltet ist. Mal schauen. Ja. Kernset und Set-Rotation, Update zu Schamanen. Also das ist das, wir werden das Kernset, die neuen Karten des Kernsets, werden wir natürlich separat besprechen, wenn es bekannt ist. Das sind jetzt einfach schon mal so Sachen, die man sehen kann. Also die Menageriewächterin kommt halt zurück. Attentat bleibt, aber wird gebufft. Ihr seht, Attentat kostete 5 Mana, jetzt kostet es 4 Mana. Macht es das zu einer unfassbar guten Karte? Nein. Macht es das aber zu einer wesentlich besseren Karte? Ja. Also Attentat wird immer noch nicht super gut sein, aber ist okay. Aber wie gesagt, das besprechen wir später. Feuerball bleibt einfach Feuerball, der ist gut. Aber ihr seht, er bekommt hier Feuer. Also im letzten Video zum Add-on haben wir besprochen, dass Zauberränge kommen oder Zauberattribute. Feuer, Natur, Schatten. Also Spells bekommen ihren eigenen Tag. Und hier sieht man es schon, Feuerball hat zum Beispiel jetzt Feuer. Es könnte also bald einen Diener geben, der erhöht Feuer-Spell-Damage um 5 oder so. Der nur dann Feuer-Spells bufft. So, dann die Drachen werden zum Beispiel gebufft. Usera, Maligos und Deathwing kommen zurück, gehen also nicht komplett weg, aber kriegen andere Effekte. Nicht, also gebufft ist falsch, sie sind ja ganz andere Karten quasi. Die alten bleiben ja, die gehen ja nur in Wildmodus. Aber sie kommen zurück ins Kernset als überarbeitete Karte. Ja, Usera, Maligos, Deathwing. Wie gesagt, wir besprechen die Karten nicht. Ich zeige es euch nur kurz. Die Karten geben wir gehen nochmal exakt in anderen Videos auf die Karten ein, wo es wirklich nur um Karten geht. Oder hier ganz neue Karten. Wobei ich bin mir hier gerade nicht sicher. Ich habe gerade gesagt, die gehen ins Kern, die gehen ins Basis, in Wild sind sie gleich. Hier steht, vielleicht überarbeiten die wirklich komplett. Also vielleicht gibt es den alten Maligos, die alte Usera und den alten Deathwing nicht mehr, weil hier steht überarbeitet. Also es könnte sein, dass die alten Useras, die alten Deathwings und die alten Maligos wirklich weg sind. Und das ist ihre überarbeitete. Das könnte, bei den Karten könnte das sein, weil das sind keine neuen Karten. Neue Karten sind das hier. Ja, auch einige nette Karten dabei. Also Basis-Klassik-Karten, die überarbeitet werden, indem sie Mana oder Mana-Kosten reduziert bekommen oder indem sie einen Tag bekommen. Basis- und Klassik-Karten, die komplett überarbeitet werden und komplett neue Karten. Ihr seht, im Kernset ist alles dabei. Und hier Schamane wird nochmal extra genannt. Wildgeister hat nur noch eine Überladung. Gewittersturm, Halleluja, macht endlich 3 Damage. Ja, also die Mana-Kosten bleiben gleich, die Überladung bleibt gleich, aber er macht nicht mehr 2 bis 3, er macht immer 3 Schaden. Gott sei Dank, das macht die Karte 100 Mal besser. Erdelementar 2, also meine erste Einschätzung, ich glaube Wildgeister und Erdelementar sind immer noch nicht super krass, oder ich glaube nicht, dass die groß gespielt werden, aber Gewittersturm ist dadurch wirklich viel, viel besser geworden, dass es immer 3 macht. Und die Heldenfähigkeit des Schamanen wird insofern geändert, dass das Spell-Damage-Totem geht weg und das Stärke-Totem kommt rein. Also verleiht einem befreundeten Diener am Ende eures Zuges plus einen Angriff, das kommt rein und Spell-Damage-Totem geht weg. Ja, da kann man jetzt halten, was man möchte davon, aber so ist es. Ja, Klassikformat kommt mit Patch 20.0. Mit Patch 20.0 kommt übrigens auch das Kernset. Ne? Also Patch 20.0 ist der alles ins Rollen bringt. Da kommt der Klassik-Modus. Da kommt das Kernset ins Spiel. Da kommt noch nicht direkt die Erweiterung. Das ist wahrscheinlich eine Woche vorher oder so. Aber damit geht alles los. Die große Neuerung. Und ja, wenn dann dieser Classic-Modus kommt, in dem ihr Hearthstone wie 2014 spielen könnt, dann bekommen wir, wenn wir uns einloggen, geschenkt eine goldene Classic-Packung. Also, wenn 20.0 kommt, einloggen, ihr kriegt ein Pack. Ja, das ist der neue Modus. Mercenaries. Ich werde zu diesem Modus ein eigenes Video machen, deswegen nur kurz, es gibt diesen Modus, er kommt. Es ist so ein ähnlich, hier, RPG-Gameplay und Roguelike-Missionen. Slay the Spire. Ich denke, Slay the Spire, wer das Spiel kennt, so ähnlich funktioniert's. Ich habe Slay the Spire nie gespielt, deswegen ist es für mich gar nicht so einfach, das zu durchschauen. Es ist auf jeden Fall eine ganz neue Art Hearthstone zu spielen. Es ist Singleplayer, aber kann auch im Multiplayer gespielt werden. Also es ist zum Großteil Singleplayer. Man kann aber auch Multiplayer-Partien spielen. Insofern auf jeden Fall interessant. Der Erfolg oder den Fortschritt, den man macht, der bleibt. Also man levelt seine Söldner quasi hoch, beziehungsweise man findet Items für seine Söldner
Und das, was man findet, das bleibt. Insofern, das finde ich super. Das heißt, da ist ein bisschen Langzeitmotivation. Und das ist so eine Mischung aus Singleplayer und Multiplayer ist, klingt auch interessant. Aber genaues gibt es dann in einem extra Video, wo wir uns nur hiermit beschäftigen. Aber ihr seht, sehr schöne Artworks hier von den Helden, die man spielen kann wahrscheinlich. Ja, super Sache. So, dann das Buch der Söldner. Ich hatte im letzten Video zum Add-on, wusste ich nicht ganz, was die denn mit Söldner meinen. Also was meinen die mit, die begleiten die Söldner über ein Jahr und ich war mir nicht sicher, was damit gemeint ist. Jetzt ist es natürlich klar. Also sie bringen zu diesen Söldnern auch Solo-Content raus. Genau wie zum Buch der Helden, also wo es alle 2 Monate einen Held gibt, Anduin, Thrall oder Gul'dan, der sich vorgenommen wird, wo man die komplette Geschichte einmal so durchspielt oder zumindest die wichtigsten Stationen. Dann kriegt man ein Pack geschenkt, wenn man es schafft. Man kann meistens für 10 Euro den Skin kaufen und kriegt auch nochmal 5 Packs. Genauso kommt jetzt das Buch der Söldner. Ja, alle 2 Monate und es fängt an hiermit. Also es fängt an mit Krieger. Das Buch der Söldner Rokara erscheint am 6. April. Also am 6. April kommt das erste Söldnerbuch, was sich mit Kriegern beschäftigt und es geht hier rum. Meine Vermutung ist, es ist genau wie das Buch der Helden, also eine Kampagne mit 8 Dingern, die man durchspielt. Die Geschichte von Rokara kriegt am Ende ein Pack und wahrscheinlich kann man noch für 10 Euro wieder 5 Krieger-Packs und vielleicht diesen Skin hier kaufen. Ich denke mal, die werden es wahrscheinlich genauso durchziehen. Weiß ich nicht, aber das ist meine Vermutung. So, dann gibt es noch Neuerungen für zurückkehrende Spieler, also Spieler, die neu anfangen. Oder zurückkehren zu Hearthstone nach 4 Monaten. Da wird ein bisschen was geändert. Und zwar die legendäre Questreihe, die es gibt, die ich nicht kenne, weil ich es nie gemacht habe, die wird überarbeitet und gibt insgesamt 15 Kartenpacks. Also Leute, die neu anfangen mit Hearthstone, frisch anfangen oder wieder zurückkommen nach langer Zeit, bekommen eine Quest wo man 15 Kartenpacks bekommt. Ja, und man kann die Quests auch im Battleground machen. Also man kann diese Quests auch im Schlachtfeldmodus erledigen. Man muss also eventuell gar kein normales Hearthstone spielen. Auch das ist natürlich eine Anpassung daran, dass Battlegrounds erfolgreich ist. Und es gibt keine Classic Packs mehr, sondern andere Packs aus den neuesten Erweiterungen. Und man muss den Prolog nicht mehr spielen, um den Demon Hunter freizuschalten, muss man nicht mehr den Prolog spielen, sondern man schaltet die Karten ganz normal frei, indem man üben spielt, so wie bei allen anderen Klassen. Ja, also, das ist das Jahr des Greifen. Updates für zurückkehrende Spieler, neuer Solo-Content in Form von Buch der Söldner, der alle 1, 2 Monate kommt. Ein komplett neuer Modus Mercenaries, in dem wir uns nochmal extra beschäftigen werden in einem Video. Das Klassikformat kommt und wenn es dann kommt, kriegen wir ein goldenes Pack geschenkt. Ja, Kernset-Überarbeitung, auch mit Patch 20.0. Die Roadmap haben wir gesehen und das hier ist nochmal die Zusammenfassung. Horde, Allianz und dann der große Clash. Puh. Vieles erwartet uns. Ich bin gespannt. Wir werden wie immer auf alles ein Auge haben hier auf YouTube. Und spielen tun wir dann auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns bei irgendeinem dieser beiden Portale sehen. Viel Spaß mit allem. Bleibt gesund und dann bis bald, ne? Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links, auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich Fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.